wenn es illegal ist, umso besser. Illegal. Das ist ein bisschen blöd. Die ballern halt noch auf das Raumschiff, auch wenn ich schon nicht mehr da drin bin. So, aber hier haben mich sowieso alle lieb. Ich glaube, hier kann ich mich aber nicht in einen anderen Roboter verwandeln, oder? Betty ist natürlich auch hier und Berto, die sind auch immer und überall. Lass mich mal durch, ich schieb dich mal kurz beiseite. So, muss ich mal ganz kurz Beamter werden. Hier drin passiert mir ja, glaube ich, sowieso nichts. Also, alles gut. Okay, hier kann man nicht so viel. Das ist ja interessant. Wieso kann man hier keine Heftmaschine werden? Krass. Okay, ich will aber sowieso Beamter, also alles gut. So, der danzt da ab. Crazy. Tanze ich eigentlich auch automatisch, wenn ich hier bin. Das ist ja geil, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Da kommt ja so eine kleine Rechnung raus aus unserem Dings. Siehst du das? Da unten? Die wackelt so. Ich glaube, das soll eine Rechnung sein. Das ist ja cool, das sehe ich jetzt gerade das erste Mal. Hallo, Traitorius. Deine letzte Aufgabe besteht in einer irren Superwette gegen den Bankerclan die Dividenden. Sobald du bereit bist, sprich mit dem irren Spieler und wir können beginnen. Wenn du uns hilfst zu gewinnen, bist du bei den Flower Powers aufgekommen. Ich muss mit dem irren Spieler sprechen, um den Kampf gegen die Dividenden zu beginnen. Meine Lust, Freunde, meine Lust ist immens. Hallo. Spieler, ich habe mich für einen Kampf zwischen den Flower Powers und den Dividenden eingetragen. Richtig, Digitus. Sie warten schon auf dich. Welche Regeln gelten für diesen Kampf? Das erste Team, das 5 Flaggen holt, gewinnt. Aha. Ich weiß halt nicht, ob das ich komme später wieder. Ich komme später wieder. Ich bin noch nicht bereit. Wie du willst. Dankeschön. Und ich glaube ja, die Wette kann ich auch als Digitus normal annehmen. Ich würde vorher eben nochmal schnell zur Werkstatt fliegen, um zu gucken. Ich weiß halt wieder nicht. Es müsste ein leichtes, schnelles Flugzeug sein mit Panzerung, aber auch guten Waffen. Und das sind eigentlich Eigenschaften, die sich alle gegenseitig ausschließen, was nicht so gut ist. Hm. Na schön. So, wo kommen wir hier hin? Industrieviertel, genau. Das ist es ja, was wir wollen. Und jetzt brauche ich mal schnell das Raumschiff hier. Beziehungsweise, weißt du was? Was haben wir hier schönes rumstehen? Floh ist nichts wert. Sind das alles Flöhe? Fliege. Das klingt schon besser. Und das sieht mir relativ wertvoll aus. Das ist nämlich ein Käfer. Komm, ich nehme mal einen Käfer. Sputnik packt mein Ding ein. Also. Das Raumschiff. Sollte man vielleicht jetzt noch dazu sagen. Nicht, dass hier wieder irgendjemand was ganz Verdorbenes denkt. Das wäre ja nicht so schön. So, hier gibt es wieder Geld. Schau mal, das ist halt nicht schnell. Ich meine, die Wendigkeit, die hier alle haben, das kriegst du sowieso nicht hin. So ein schnelles, wendiges Flugzeug. Ich sag mal, ich könnte jetzt gleich an meiner Maus mal noch umstellen, die Empfindlichkeit. Aber ich glaube, selbst das bringt nicht so viel. Ich könnte es auch einfach jetzt mal machen, ne? So, hier, zack. Oh, es bringt schon ganz, ganz schön viel. Ich darf nur nicht vergessen, das dann wieder umzustellen. Wo ist denn die Werkstatt, verdammt? Ich komme schon wieder nicht hin. Ich sollte mal ordentliche Waffen ausrüsten. So, Werkstatt, bitte, da hinten. So ein bisschen Kopfschmerz. Das sah bestimmt auf YouTube jetzt richtig gut aus. Naja, wir gucken mal. Ob wir jetzt hier vielleicht geiles Zeug haben. Ich weiß nicht, wie die Steuerung jetzt im Gehen ist, sozusagen. Gestohlenes Raumschiff für 625 Scraps verkauft. Naja, nicht schlecht. Ja, ist schon ziemlich brutal. Ja, ich bin... Mein Vater zum Beispiel hat sich immer beschwert, wieso ich so eine lahme Maus... Also die muss man dann so viel bewegen... Weißt du, die Dots per Inch-Zahl richtig niedrig. So, aber ich finde das halt so unpräzise hier, wenn das so schnell geht. Naja. So, zeig mal her. Motoren. Wir haben keine neuen Motoren? Das finde ich jetzt merkwürdig.
Die sind nach Leistung sortiert. Vielleicht haben wir hier oben ja noch welche. Mondschein, Habsucht, Hummel, Freibeuter. Ich hab, also mir wurde doch erzählt, dass ich hier auch Dings habe. Also hier Motoren für das Beamtenraumschiff. Das finde ich jetzt irgendwie merkwürdig. Ich muss mal die Dots per Inch gerade mal wieder umstellen. Das ist mir leider zu schnell hier. Siehst du? Geht gleich langsamer. Flo? Nee. Piranha? Was kostet der Spaß? 800? Kostet ja nichts, ne? Ist halt ein richtig... Das sind doch diese winzigen Raumschiffe, die hier rumfliegen, oder? So. Ach, hier ist das. Der wiegt halt auch nicht so viel, der Motor. Und du hast halt auch nur einen. So, und wie ist das mit Waffen? Überall nur die Eins. Naja, da weiß ich halt nicht, welche mir am besten nehmen. Ich würde mal die hier nehmen, einfach. So. So, und wie ist das mit der Panzerung? 40 finde ich etwas wenig. Wobei, hier sieht man dann schon relativ deutlich, wie sich die Kurve neigt. Naja, ich sag mal, ich sollte... Also hier zählt tatsächlich jeder Punkt. Aber 100 sollten es schon sein, finde ich. Okay. 96. Sag mal 95. Komm. Ja, das ist natürlich jetzt hier eher so ein kleines Ding. Aber hoffentlich ist es dafür schnell und wendig. Jetzt würde ich die Dots mal wieder umstellen. Für einen Moment. Okay, der Booster geht auch sehr schnell. Sehr interessant. Diese Waffe vor allem. Okay, ich habe jetzt nur die ausgerüstet. Ob das jetzt so gut war, ich weiß es noch nicht. Naja, wir werden sehen. Freunde, wir werden sehen. Und dann gucken wir mal. Bam, bam, bam. Jetzt ist wieder das Problem, wie komme ich denn dahin? Verdammt nochmal. Irgendwann schneide ich das einfach raus. Das geht mir tierisch auf den Geist hier, dass man die ganze Zeit, also einen Großteil der Zeit einfach nur damit verbringt, hier sich zurechtzufinden und die nächste Destination zu suchen. Und dabei gibt es nicht mal Snacks und Beverages, weißt du? Das finde ich ja blöd. Mein Fernschiff-Simulator. Das wär's doch mal. So, sind wir hier richtig? Ich fahre entgegen der Fahrtrichtung, aber es ist mir pups egal. So, jetzt hier rum, so. Könnte es hier bitte richtig sein? Ja, es ist richtig. Gut, na immerhin. So, dann nehme ich mal noch Waffen mit. Ach, ich kann eh nur die mitnehmen. Naja, okay. Da werden wir mal sehen, wie das jetzt hier wird. Wir werden sehen. Mir wär seh. Da würde ich in Zukunft einfach immer mit einem anderen Raumschiff zur Werkstatt fliegen. Ich meine, geschenktes Geld, sozusagen. Was ist das hier? Das ist doch ein richtig wertvolles Ding. Habsucht? Das ist, glaube ich, richtig was wert. Beziehungsweise, ich habe auch damals schon gedacht, dass das Raumschiff was wert wäre und dann gab es irgendwie 500 oder so. Finde ich ja dann auch ein bisschen blöd. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich. Also einen zweiten Versuch würde ich natürlich auch noch machen, aber wenn das jetzt so eine ähnliche Kacke ist, wie das mit den Flaggen hier bei... Ach, Bojen. Bojen. Wieso kann ich denn hier immer nur eine Boje einsammeln? Hallo. Was kann ich für dich... Nach der irren Superwette fragen... Was hältst du von den Mordenspieler? Was hältst du von den Mordenspieler? Ich kann nicht gerade behaupten, dass es mir um diese nutzlosen Roboter leid tut. Wer wird wohl als nächster dran sein? Der Erzbischof? Der Polizeichef? Wenn ich der Mörder wäre, würde ich unseren nutzlosen Bürgermeister umbringen. Der tritt erst zurück, wenn er ins Gras beißt. Okay. Hoffentlich ist das kein böses Omen. Nach der irren Superwette fragen, zum Kampf herausfordern. Genau. Muss ich hier am Ende doch nochmal Beamter sein, um das... um die... Dings.
Ach, ich muss mit dem nochmal sprechen. Hä? Das habe ich doch schon gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Dann machen wir uns nochmal zum Beamten, denn anders scheint es ja nicht zu funktionieren hier. So. Also müssen wir nochmal mit dem labern. Aber das können wir ja ganz gut überspringen eigentlich. Hallo, Traitorius. Deine letzte Aufgabe. Ja. Hallo, Traitorius. Ja. So, okay. Dann machen wir das mal. 5 Flaggen. Ich meine, die letzte, der letzte Arenenkampf, sag ich mal. Spieler, ich habe... Richtig, DJ. Sie warten schon auf mich. Welche Regeln? Das wissen wir schon. Welche Regeln gelten? Das erste Team. Ja, ich nehme die Herausforderung an. Los. Wunderbar. Mach dich bereit. Dein Spiel wurde gespeichert. Ist ja toll. Ich nehme einfach mal dieses Raumschiff hier. Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung. So, wie sieht's aus? Meine Herren, die Ehrensuperwette kann beginnen! Okay. Wenn du dir Flaggen holst, gewinnst du. Okay. Wo sind die Flaggen? Da hinten. Okay, wir sind schnell und wendig. Das könnte von Vorteil sein. Ja, ballert euch mal ab. Ist mir scheißegal. Ich fliege euch einfach... Ich flieg einfach an euch vorbei. So, wir liegen schon eins hinten. Das ist toll. Macht ihr eigentlich auch mit, oder wie sieht's aus? Okay, jetzt wird's behindert. Entschuldigung. Was ist denn das, Alter? Okay, wir haben gleich verloren. Finde ich ja nice. Ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass die irgendwie einen Vorteil hatten, weil die erste Boje richtig nah bei denen gespawnt ist. Oh, ey. Ich muss mir den Weg erst suchen. Die kennen den Weg natürlich schon. Mein Gott, was weiß ich, wo ich... Ja, klar. Wo ist denn die... Wieso ist das jetzt null? Hä? Oh. Guck mal. Schau mir zu. Lerne die Titus. Mhm. Später vielleicht. Hab leider gerade keine Zeit dafür. Guck mal. Oh, hä? Ich weiß nicht, wieso es das auf 0 resettet hat, aber okay. Wir haben gewonnen. Wir Beamten sind die Größten. Das haben wir dir zu verdanken. Wir stehen in deiner Schuld. Ach übrigens, mein Geld wird langsam knapp. Wisst ihr vielleicht einen gut bezahlten Job für mich? Ich mache alles. Wenn es illegal ist, umso besser. Illegal. Ich habe von einem geheimnisvollen Typen eine ganze Stange Geld dafür bekommen, einen sogenannten Detritus ordentlich einzuschüchtern. Könntest du mir nicht den nächsten Job überlassen, den er dir gibt? Er hat irgendwas gefaselt von einem Mord an einem Bischof Gast. Ich habe eine Idee. Komm mit mir und ich stelle dich ihm vor. So kannst du den Job mit Bischof Gast übernehmen. Warte in deinem Raumschiff auf mich. Nächste Mission in Industrieviertel. Ich muss Traitorius begleiten. Er stellt mich dem Typen vor, der ihn dafür bezahlt hat, mich einzuschüchtern. Vermutlich steckt der auch hinter den Morden des angeblich viskosen Wesens. Aber weißt du was? Bevor wir das machen, gehe ich nochmal ganz kurz zum irren Spieler. Weil wir haben gerade dieses Raumschiff, ne? Entweder raste ich jetzt gleich wieder aus. Hallo. Oder... Hi, die Traitors! Worum geht's in dieser irren Superwette? Diese irre Superwette findet... Ja. Jetzt gibt's Saures. Jetzt geht's mal los. Mal sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ich meine, ich habe sowieso keine richtige Gelegenheit, die anderen abzuknallen. Also, was soll's. Wo ist denn mein Raumschiff hier? Ich versuch's jetzt einfach mit dem. Was soll's. So, wo ist denn die Startlinie? Meine Herren, die Ehrensuperwette kann beginnen! Ah, okay. Vor allem 50, weißt du? Als ob 20 nicht gereicht hätten. Dumm. Verbotene Zone, ich kack euch gleich in euer Gesicht, wirklich. Ich hasse es jetzt schon.